ジャパン、背番号14番、岩本、キングによりファイナルペナルティー20番に入場。時間3分の時間。Das Spiel findet im Nakumanai-Eisstadion, also in der Eishalle, statt. Bednar, Ledermann, der Bednar. Polik. Und Ledermann. Bomber aus Redburg. Abgewehrt von Zubor. Und Tor, erstes Tor durch Edomanski. Das war nach 4 Minuten und 54 Sekunden. Der Assistent bei diesem erfolgreichen Torschuss war Jerzy Holik, der Mann mit der Nummer 20. Beginn des zweiten Drittels. Wieder mit Nummer 19, Wladimir Bednar. Abgewehrt von Bospisil. Wieder hat Otsubo abgewehrt. Hidaki. Holik. Nedomanski. Und die Scheibe zwischen den Beinen des Torhüters ins Tor geschlenzt. 2:0. Für die Tschechoslowakei nach 3 Minuten und 14 Sekunden. Dann kam der Linke an die Reihe, er stellte auf 3:0. Im Tor der Tschechoslowakei ist Zurila, ebenfalls aus Pressburg, ein Mann mit großer internationaler Routine, ein Mann, der Spiele allein gewinnen kann. Wieder Bednar hat die Scheibe Rudolf Deitschner überlassen. Koch da. Holik. Für Koch da. Und es steht 4:0. 29 Sekunden des zweiten Drittels. 4:0. Die Japaner haben im ersten Drittel recht gut gespielt. Sie kamen öfter vor das Tor zu Rilas, aber es fehlte ihnen die Kraft, um die Abwehr, die gut stehende und gut laufende Abwehr der Tschechoslowaken auszuspielen. Nedomanski. Nedomanski. Der japanische Schlussmann in großer Form. Wieder Nedomanski. Und ein viel zu scharfer Pass. Koch da. Holik. Und Gegenstoß. Der Japaner. Kein Abseits. Und Tor. Tor des Iwamoto nach Pass von Wakabayashi. 4:1. Der Mann mit Nummer 14 ist Iwamoto. Der Treffer gab den Japanern wieder einigen Auftrieb, aber die Tschechoslowaken blieben dominierend. Hier das 5:1 durch Linka nach einem Pass von Martinez.
Endstand nach zwei Dritteln 5-1. Im letzten Drittel erzielte zuerst linker Tor Nummer 6 zum 6-1. Der Widerstand der Japaner wird immer schwächer. Schuss von Novak und 7-1 für die Tschechoslowakei. Im letzten Drittel zeigte sich die läuferische und technische Überlegenheit der Tschechoslowaken. Die Japaner, die sich im ersten Drittel richtig verausgabt hatten, kamen kaum noch in Tornähe. Und sie gab überhaupt nur einen Schuss, einen gefährlichen Schuss auf das Tor Zorillas ab. Zorilla musste nur einmal im letzten Drittel wirklich eingreifen. Der japanische Schussmann Otsubo dagegen 35 Mal. Kein Tor. Es steht noch immer 7-1. Wieder eine gute Abwehr von Otsubo. Farda an der Scheibe, glänzender Techniker, Czerny. Der Kapitän, Fehlpass von Czerny. Und glänzend aufgefangen der Angriff von Machac. Czerny weiter zu Farda. Und diesmal ist Machac gescheitert. Das ist Pospisil, stämmiger Verteidiger. Auch ein guter Schütze. Czerny. Pospisil ist da nach dieser Abwehr von Otsubo und stellt auf 8-1. Und hier Angriff der Japaner. Und Tor durch Tanaka. 8-2. Und damit war der Endstand gegeben. Die Tschechoslowakei schlug Japan mit 8-2. Es war der erwartete, der verdiente Sieg eines der Turnierfavoriten.